Hallo und herzlich willkommen zum siebten Videotutorial von Bayerlektronik. In diesem Video geht es um die Lautstärkeeinstellung. Ich zeige euch vier verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Lautstärke regeln könnt. Beginnen wir mit der Einstellung über ein externes Potentiometer. Dieses ist auf dem Soundmodul an X7 angeschlossen. Zunächst wird der Fahrsound gestartet. Die Lautstärke durch Drehen am Potti geändert werden. In dem Potti lässt sich die Lautstärke sehr einfach regeln. Dazu sollte es am besten gut zugänglich am Modell befestigt sein. Eine Lautstärkenänderung mit dem Potti ist nur direkt am Modell möglich. Kommen wir nun zu der Lautstärkeregelung über die Fernsteuerung. Beginnen wir mit der direkten Lautstärkeeinstellung über einen Proportionalkanal. Dafür wird ein Dreh- oder Schieberegler und ein freier Proportionalkanal benötigt. Mit dem Schieberegler kann die Lautstärke stufenlos geändert werden. Schauen wir uns hierzu die Soundteacher-Einstellungen an. Im USM RC2 Soundteacher kann unter Konfiguration allgemein der Proportionalkanal zugeordnet werden, der für die direkte Lautstärkeeinstellung verwendet werden soll. Zu beachten ist, dass der Proportionalkanal für keine andere Funktion mehr verwendet werden kann. Schauen wir uns die dritte Möglichkeit zur Lautstärkeregelung an. Diese erfolgt ebenfalls über einen Proportionalkanal. Jedoch werden hier die Funktionen Lautstärke Plus und Lautstärke Minus direkt an den Proportionalkanal zugewiesen. In unserem Aufbau verwenden wir wieder Proportionalkanal 3 und verändern die Lautstärke mit den Schalterpositionen oben und unten. Die Lautstärkenanpassung erfolgt dabei in kaum wahrnehmbaren Stufen. Die Lautstärke kann ebenfalls über Nautic- oder Multiswitch-Schalter geändert werden. Wir haben dafür ein MSC verwendet und dieses auf den Empfänger aufgesteckt. Mit den verschiedenen Schalterpositionen lässt sich die Lautstärke in kaum wahrnehmbaren Stufen lauter und leiser stellen. Im Soundteacher muss Nautic aktiviert, der richtige Schaltertyp eingestellt und die Slots mit den Funktionen Lautstärke Plus und Lautstärke Minus belegt werden. Verwendet ihr gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten zur Lautstärkeregulierung, so begrenzt immer der niedrigste Wert die maximal mögliche Lautstärke. Wir sind nun am Ende unseres Tutorials. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet viele Tipps mitnehmen.